Hi ihr Lieben, ich bin Daniela Julia und ich bin jetzt auch schon seit mehreren Jahren Kundin bei Odo. Ich habe durch Odo den Weg zu den Engeln gefunden und ich habe auch schon mehrere Beratungen schon gehabt, die waren echt schön, die haben mir schon sehr gut gefallen. Und das ist auch so schon was Besonderes, weil man sich hinterher einfach, nachdem man mit Odo telefoniert hat oder währenddessen sich einfach so gelöst fühlt schon durch die Antworten der Engel. Es kommt natürlich darauf an, was man fragen möchte zum Beispiel oder mal kennt schon währenddessen das Problem und dann kommt so, aha, ach so und so ist es, so dieser Aha-Moment währenddessen. Und wie gesagt, ich hatte schon viele Beratungen bei Udo, ich habe auch schon vier Rückführungen gehabt. Und die sind echt der Hammer. Also die Rückführungen und die Energiebehandlungen und auch die intensiven Fernheilungen. Also so ziemlich alles, was Odo macht. Und auch die Engelmatrix-Heilungen. Also Leute, die sind echt der Hammer. Also ich kann es gar nicht anders beschreiben. Ihr löst einfach so viel in eurem Leben auf. Und wenn ihr Heilung benötigt, halt Unterstützung bei eurem Heilungsprozess mit den Engeln. Also ich sag's euch, es ist echt sehr viel wert. Und gerade auch wenn man, zum Beispiel wenn einem jetzt was wehtut oder so, ist Odo immer da. Ich hatte auch schon kurzfristig, wenn mir irgendwas wehgetan hat, zum Beispiel intensive Fernheilung oder ich hatte mal zum Beispiel eine Herzöffnung, mit ist ein Schamuel. Also wie gesagt, das ist echt der Hammer. Ich kann es jedem nur empfehlen, dass ihr mal zum Beispiel eine Rückführung macht oder mal eine Fernheilung. Also weil es schon sehr viel bringt. Also mir persönlich hat es schon sehr viel gebracht in den Jahren und mir bringt es jetzt immer noch sehr viel. Und ich habe auch durch meine Verbindung zu den Engeln, habe ich es auch geschafft, jetzt auch selber wie Odo professionell mit den Engeln zu arbeiten. Und ich muss echt sagen, was würde ich ohne Odo machen? Echt, was würde ich ohne ihn, was hätte ich gemacht in meinem Dualseelenprozess damals? Ich bin dank seiner Hilfe zum Beispiel innerhalb von 2 Jahren da durchgekommen und mit sehr viel Disziplin da durchgekommen durch den Dualseelenprozess. Auch wenn ich schon vier Rückführungen hatte. Ja, ich bin die Erste, die vier Rückführungen hatte, ihr lieben Leute. Also, das wisst ihr. Ich habe es überlebt. Also ich muss schon sagen, und auch wenn man bei Odo zum Beispiel jetzt einen privaten Termin hat, für eine Rückführung zum Beispiel in der Praxis oder so, dann ist natürlich ja was ganz anderes, wie wenn man jetzt zum Beispiel per Video das macht. Und Leute sagen, wenn man bei Odo war, und man kann ja auch einen privaten Termin haben bei Odo in der Praxis zum Beispiel, jetzt nicht nur für eine Rückführung, halt man auch mal so hingehen, kann man ja auch. Und das macht was mit einem. Das ist so, da fährt man schon, auch wenn man schon da sitzt mit ihm und schon redet über das Thema, was man gerne lösen möchte oder wo man Hilfe und Unterstützung benötigt, spürt man schon, dass da Heilung stattfindet. Ich weiß nicht, wie das geht und wie der das macht, aber Leute sagen so in meinem Umfeld, du bist ein ganz anderer Mensch, wenn du von ihm kommst. Also das seht ihr mal, weil wie viel es einfach bringt, wenn man sich darauf einlässt, sich helfen zu lassen mit den Engeln. Natürlich, also das ist natürlich kein Arzt und kein Mediziner und sowas und kein Heilpraktiker. Aber aus meiner Erfahrung, ich kann es euch nur empfehlen. Ich finde es super und ich werde es auch weiterhin machen. Und Odo ist auch immer da, zum Beispiel bei uns für die spirituelle Gemeinschaft, wenn wir mal Hilfe brauchen oder mein Notfallgebet oder meine schnelle Hilfe bei irgendwas. Also da ist er immer da. Da kann keiner sagen, jetzt so, der ist nicht da, der hört uns nicht zu und so. Also das, wer das behauptet, das ist eine Lüge. Und wie gesagt, Udo und Tati sind immer für uns da, auch in der Gemeinschaft. Und ich kann es jedem nur empfehlen, macht es mal. Und dann werdet ihr sehen, einfach wie viel Veränderungen ihr durch die Engel in euer Leben bringen könnt. So, und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit den Engeln und mit Udo und viel Erfolg.